Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies 82 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch. Und ich bekam ein kleines Päckchen von Leonine Studios zugeschickt. Erstmal hier vielen herzlichsten Dank dafür. Und da war die 4K-Steelbook enthalten von dem Film Borderlands. Und ein Paket von Amazon habe ich auch noch bekommen mit der ganz normalen Blu-ray von Borderlands. Ja, und ich weiß, viele sagen, dass dieser Film ja der schlechteste Film des Jahres ist. Und ja, man muss dazu mal sagen, wenn man halt natürlich die Spiele gespielt hat, dann ist es schon etwas ein bitterer Beigeschmack, einfach aus dem Grund wegen dem hier, FSK 12. Ja, ist wirklich so, denn die Spiele sind ab 18 freigegeben und der Film nun ab 12 Jahren. Des Weiteren gibt es für mich persönlich den größten Kritikpunkt, und das ist nämlich dieser hier, nämlich der Claptrap. Und der Claptrap in den Spielen war zwar nervig, aber auch verdammt witzig. Aber beim Film leider ist der Claptrap nur nervig und extrem anstrengend. Vor allem die deutsche Synchronisation ist wirklich verdammt nervig. Aber trotz alledem, der Film hat mir trotz all dem extrem viel Spaß gemacht im Kino. Ich war da ganz allein im Kino gesessen, im Franz und Gloria. War wirklich sehr cool. Und da gibt es auch eine Review zu dem Film, ob denn der Film wirklich so extrem schlecht ist, wie auch von den ganzen Kritiken gemacht worden ist. Aber hier geht es erstmalig um die zwei Steelbooks. Einmal hier die 4K-Disc und einmal hier die Blu-ray-Disc. Oder mal sagen, wir machen mal die Folie runter und dann werden wir uns nochmal uns ans Eingemachte uns wagen an die beiden schönen Steelbooks. Die Steelbooks sind eigentlich alle beide sehr gelungen. Und die 4K-Disc hat sogar, oder 4K oder die Steelbook hat sogar noch einen Schuber außenrum. Und mal gucken, was das erwartet. Ja, die Folie runter zu machen ist gar nicht mal so extrem einfach. Denn die ist wirklich extrem fest hingemacht. Aber es hat funktioniert. Ist auch schon noch, nein, nicht ab. Noch lange nicht ab, jetzt ist ab. So, jetzt ist sie ab, die erste Folie. Und natürlich machen wir auch dann gleich noch das vom zweiten auch noch runter. Mit diesem hier, die zwei Disc, die Blu-ray Disc Steelbook. Und mal schauen, welches Steelbook denn nun schöner ist. Ist übel schwer festgemacht. Und wow, guck dir das an. Die Banderole ist nicht festgeklebt. Mega cool. Lena lernt dazu. Und wir gehen mit der 4K Steelbook in die Ego-Perspektive über und bis gleich hinter der Kamera. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit den beiden Steelbooks zu Borderlands. Einmal hier das 4K Steelbook, einmal hier das ganz normale Blu-ray Steelbook. Und wir fangen natürlich an mit dem 4K Steelbook. Nochmal hier vielen Dank an Leonine Studios. Und so schaut hier schon mal ja, der Schuber aus. Und ich sehe hier schon, Borderlands ist hier auf dem Schuber aufgedruckt. Und man kann es hier einfach hier abziehen. Und dann haben wir eben hier dann das Steelbook komplett frei. Und ja, einmal hier schon mal kurz den Schuber. Und auch nichts festgeklebt ist auch hier eben die Rückseite mit der Netzangabe des Filmes. Ja, poppiger Spaß, geschrieben von TV Digital. Und gelungene Action von TV Movie geschrieben. Ja, das kann man jetzt schon sehen, wenn man möchte. Lilith kehrt widerwillig in ihre Heimat Pandora zurück, dem chaotischsten Planeten der Galaxie. Beauftragt mit der Suche nach der Tochter des übermächtigen Atlas, gespielt von Edgar Ramirez, stellt die Kopfgeldjägerin ein bunt zusammengewürfeltes Team von Außenseitern auf. Roland, gespielt von Kevin Hart, ein erfahrener Söldner mit einer Mission, Tinitina, Ariana Greenblatt, eine wilde, vorpubertäre Sprengstoffliebhaberin, Krieg Florian Muttenau, Tinas muskelbepackter, wortkarger Beschützer, Tanis Jamie Lee Curtis, eine kauzige Wissenschaftlerin, die schon alles gesehen hat. Gemeinsam muss die ungleiche Truppe gegen eine Horde gefährlicher Banditen kämpfen, um eines der brisantesten Geheimnisse Pandoras zu lüften. Ja, so wie schon mal zu der Geschichte von Borderlands. Wie ich schon sagte, wer natürlich jetzt die Filme nicht kennt, könnte bei diesem Film wirklich extrem viel Spaß haben. Ich hatte auch meinen Spaß, obwohl ich die Filme gekannt habe. Wie gesagt, die FSK
12 Freigabe war gar nicht mehr so extrem schlimm. Aber wie gesagt, der Claptrap war für mich wirklich am nervigsten. Auch habe ich mal gelesen, dass auch hier von diesem Film auch noch eine Extended-Fassung geben sollte. Die liegt leider auch hier nicht mit dabei. Sehr schade. Denn vielleicht der Film auch dann ab 16 sein können, aber das haben wir hier nicht. Einmal hier ein paar Szenenfotos aus dem Film. Und einmal hier Bonus 7 explosive, chaotische Features über die schrägste Crew des Universums. Laufzeit ca. 45 Minuten. Und der Film geht 101 Minute auf Blu-ray-Disc und auch auf der 4K-Disc. Und wir haben hier Dolby Atmos in Deutsch und in Englisch vorliegen. Und FSK 12, wie gesagt, mit der Gewalt. Hinten drauf ist nichts gedruckt. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz den Schuber an. Und wir sehen einmal hier eben dann den Claptrap. Hier auf dem Schuber ist auch hier die Arme von Claptrap auch drauf gemacht worden. Und auch hier ist dann auch Borlands auch drauf geschrieben worden. Finde ich eine coole Idee. Hat schon irgendwie was. Auch das Bein von dem Schuber ist auch hier mit Borlands aufgedruckt worden. Auch hier nochmal das D9 Studios. Und hinten drauf ist es doch ein bisschen langweilig. Muss man leider sagen. Und auch hier auf der anderen Seite ebenfalls Borderlands. So viel schon mal zu dem Schuber. Wir machen jetzt mal das Steelbook raus. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz nochmal an. Also ihr seht schon, was alles hier mit dabei ist. Eben der Schriftzug, die Hände. Und auch hier die Einschusslöcher. Und das finde ich ein bisschen schade. Denn ich dachte wirklich, das Steelbook hätte man hier wunderbar prägen können. Allein schon hier der Kopf, die Einschusslöcher, hier sogar die Luftschächte, wäre wirklich einfach ein gelungenes, geprägtes Steelbook geworden. Wäre auch auf jeden Fall ein Kaufgrund wahrscheinlich für die meisten auch gewesen. Aber wie gesagt, leider haben wir hier wirklich hier nur ein recht flaches Steelbook, auch ein mattes Steelbook auch, mit eben der Form des Claptraps. Die Idee ist zwar wirklich sehr cool gemacht worden, aber natürlich hier mit einer Prägung, Stanzung, das hätte dieses komplette Steelbook aber sowas von aufgewertet. Auch in der Schriftzug wird auch hier komplett. Aber hier dafür auf dem Spine, auch hier Borlands stehen. Und auch hier die Rückseite hätte man auch prägen können. Einschusslöcher, hier das Kasten hinten drin, auch hier natürlich hier das komplette Ding. Ja, herber, wie ich immer sage, hätte Fahrradkette. Wir machen auf und dann haben wir hier schon mal dann die beiden Discs. Einmal hier die Ultra D-Disc. Diese ganze schaut hier so aus. Und einmal hier dann die Blu-ray-Disc. Die ist eigentlich hier auch komplett identisch zu der ganz normalen 4K-Disc. Und einmal hier nochmal im Hintergrund als Hintergrundmotiv eben dann hier nochmal das Borlands-Zeichen hier. Das ausschaut wie Murmeln. Und einmal hier eben dann die Haltungen für die zwei Discs. So, wir packen die wieder ein und dann schauen wir uns mal ganz kurz dann die Blu-ray Steelbook an. Wie gesagt, die Idee mit dem Schuber ist wirklich sehr schön, aber das Steelbook hätte man auf jeden Fall ein bisschen verfeinern können mit einer Prägung und noch einiges mehr. So, gut, jetzt geht es weiter mit dem Blu-ray Steelbook von Borlands. Und das ist hier auch extrem feucht, fröhlich. Einmal hier Altersvergabe FSK 12. Dann Borlands Steelbook Limited Edition eine Disc. Eben hier nur die Blu-ray Disc enthalten. Und hier die Rückseite ist eigentlich auch hier identisch. Wie auch schon das von der 4K Disc. Nur etwas anders aufgebaut, die Banderole. Aber auch das ist nicht so ganz dramatisch. Von daher auch hier auch Dolby Atmos ebenfalls auf der Blu-ray Disc mit vorhanden. Und deswegen kann man einfach mal ganz normal den Schuber abziehen. Und dann schauen wir uns mal das Steelbook an. Ja, ihr seht ja schon einmal hier ein wild gewordenes, vollgepacktes mit den Charakteren aus dem Film. Ich muss sagen, mir gefällt's. Ich liebe überladene Covermotive und das ist auf jeden Fall überladen. Denn ich glaube, hier ist wirklich jeder Charakter mit dabei, der nur ansatzweise in diesem Film irgendwie vorkommt. Idee finde ich cool, natürlich hier angeführt von dem nervigen Claptrap, dann die Tinnitina. Krieg haben wir hier. Ich finde es witzig. Mir gefällt es. Finden wir auch hier wirklich extrem farbenfroh. Auch schöne satte Farben haben wir auch hier mit dabei. Und eben hier eben umso uninteressanter auch hier die Charaktere werden und so weiter, sind sie auch hier verteilt. Coole Idee auf jeden Fall.
Und dann haben wir hier nochmal dann das Bein mit dem Borderlands Logo nochmal drauf. Und ich sehe schon auch, hier kann man fast sagen, wir haben ein durchgängiges Motiv. Und hinten drauf nochmal eben dann, ja, ein, ein aufgespießter Vader-Schädel oder Maske zumindest. Wir haben jetzt hier ganz aufschlagen. Dann schaut das Steelbook hier so aus und muss schon sagen, auch das Steelbook gefällt mir hier wirklich sehr gut. Großer Kritikpunkt, den ich hier habe, ist, wir haben hier eben keinen Schriftzug vorne drauf mit dem Schriftzug Borderlands. Haben wir aber auch bei dem 4K Steelbook auch nicht. Dafür eben auf der Schuber drauf. Und innen drin schaut das Ganze hier so aus. Auch hier nochmal ein anderes Motiv mit der Tiny Tina. Schön gemacht. Auch hier schöne Farben, man kann es gut erkennen. Die Blu-ray-Disc ist identisch. Und haben hier dann das Hintergrundmotiv und kann sie auf jeden Fall auch sehen lassen. Und ja, jetzt habe ich noch eine Idee für euch. Wer eben alles beide hat, der könnte eventuell auch das so machen, wenn man möchte. Hat auch irgendwie was, oder was meint ihr? Mit dem Schuber eben von dem 4K-Steelbook aus rumpacken. Und muss auch sagen, gefällt mir auch so auch ganz gut. Oder was meint ihr? Ja, meine Lieben, das war's auch schon mit den beiden Steelbooks zu Borderlands. 4K-Steelbook und das Blu-ray-Disc-Steelbook. Welches von den beiden gefällt euch denn nun besser? Das hier oder das hier? Und gehen wir mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm mit dem Blu-ray-Steelbook. Und bis gleich wieder beim Hauptschirm. Ja, meine Lieben, und das war's auch schon mit dem Blu-ray Steelbook und mit dem 4K Steelbook zu dem Film Borderlands. Und hier vielen Dank an Leonine Studios für das 4K Steelbook. Und ja, was sagt ihr denn nun zu den beiden Steelbooks? 4K Disc oder 4K Steelbook, muss man sagen, wurde ein bisschen Potenzial verschenkt. Hier hätte man auf jeden Fall eine schöne Prägung machen können, finde ich wirklich sehr stark. Das Blu-ray-Disc-Steelbook ist für manch eine eventuell etwas überladen. Mir ganz ehrlich gefällt es dann doch ganz gut. Aber auch hier mit dem Hintergrundmotiv muss schon sagen, das 4K, das normale Blu-ray-Steelbook schaut schon wirklich hier verdammt cool aus. Aber natürlich noch cool ist, wenn man eben hier den Schuber von der 4K-Steelbook hier rüberpackt. Auch das hat auf jeden Fall auch seinen Reiz. Und ja, was sagt ihr denn zu den beiden Steelbooks? Oder auch, was sagt ihr denn zu den Filmen? Sei das selber wie ich. Er macht zwar Spaß, aber man hätte es auf jeden Fall viel besser machen können. Aber wie gesagt, mich hat unterhalten und von daher ist auch für mich voll und ganz in Ordnung. Ja, meine Lieben, das war es auch schon mit dem beiden Steelbook zu Borderlands. Jetzt ihr gefragt, in den Kommentaren reinschreiben, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und Piep.